So, dann sind wir wieder. Fire Department 1. Als nächstes kommt der Wald. Wie immer, ein Waldbrand. Bereits seit 3 Tagen wütet ein riesiger Waldbrand in einer der größten Waldzonen der Umgebung. Dutzende von Feuerwachen haben ihre Kräfte gebündelt. Der Einsatz nimmt beinahe militärische Züge an und ein operatives Headquarter koordiniert die Verteilung der Feuerwehrsoldaten. Feuerwehrsoldaten? Interessant. Ja, das sieht doch idyllisch aus. Das Feuer hat bereits über 8000 Hektar zerstört. Es bildet jetzt eine Front von mehreren Kilometern, die sich durch nichts aufhalten lässt. Der immer stärker auffrischende Wind erschwert die Situation beträchtlich. Die in der Jahreszeit sehr trockenen, die in dieser Jahreszeit sehr trockene Vegetation bietet einen idealen Brennstoff. Nichts deutet darauf hin, dass sich die Situation in den nächsten Stunden entspannen könnte. Natürlich immer problematisch, schon eine Holzhütte und Holzfällerhütte. Dann auch schön mit dem Kamin und dann in einem riesigen Berg von Wäldern oder von Holz. Das ist dann super. 29. Juni, 16 Uhr. Seit einigen Stunden hat die Schwere des Unglücks eine neue Stufe erreicht. Der dominierende Westwind treibt die Flammenfront in Richtung eines Wohngebietes. Es ist sehr wahrscheinlich, dass sich dort noch einige Personen aufhalten, für die das Feuer noch vor dem Abend zu einer echten Bedrohung würde. Uhr. Die Männer des 615, die bis jetzt in Alarmbereitschaft waren, erhalten vom operativen Headquarter den Marschbefehl in ein nahegelegenes Gebiet. Ihre Aufgabe ist die Sicherung der Gebäude und die Evakuierung eventuell noch dort verbliebener Personen. Die Feuerwehrleute wurden noch nie bei einem Waldbrand eingesetzt. Heute ist ihre Feuertaufe. Ja, Waldbrände sind in solchen Spielen immer meine Hassmission. Weil meistens absolut unkontrollierbar. Und es brennt dann bevorzugt überall. Also mit überall meine ich wirklich überall. Also es gibt nichts, was nicht brennt meistens. Aber diesmal haben wir tatsächlich auch einen Feuerwehrbulldozer dabei. Da ist auch schon das erste Opfer zu vermelden. Jawollo. Ein Rettungshubschrauber kommt in 5 Minuten. Löschen Sie den Brand in der Fläche, die für die Landung vorgesehen ist. Ja, sonst ist das so ein bisschen blöd mit dem Heli. Ich glaube, das ist von der Thermik her sehr suboptimal, wenn das dann brennt, da wo er landen möchte. Ich glaube, wir gehen aber mal kurz da über und ja, ne? Löschen schon mal unten ein bisschen mit den Personen. Da könnten wir eine Brandschneise machen, da auch. Sollten aber trotzdem direkt hier unsere Löschfahrzeuge verwenden. Ja, ich weiß, das ist ein Bulldozer. Herzlichen Glückwunsch. So, den können wir auch direkt verwenden, um hier das ein bisschen zu roden. Das müssen wir aber nicht an der Stelle, also noch nicht. Das ist nämlich hinter eine Landezone für irgendwelchen Helikoptergedöns. Oder für irgendein Heli ist das, glaube ich. So, einmal hier eine Brandschneise machen. So. Dann werden wir nämlich direkt mal da das Feuerwehrfahrzeug reinstellen. Das muss dann hier mein Liebling löschen. Leute, was macht ihr denn da? Wie kann das Feuer denn an euch vorbeikommen? Das kann doch nicht euer Ernst sein. So, solange die Fahrzeuge am Löschen sind, werde ich hier mit dem Bulldozer durch die Gegend fahren und Vegetation beseitigen. Sie müssen unbedingt die... Ja, ich weiß, dass ich das Feuer löschen muss. Der Heli wartet aber so lange, bis das da fertig ist. So. Der Heli ist nämlich auch nicht so blöd. Im Gegensatz zu den meisten Feuerwehrmännern hier irgendwie. Ist so mein Eindruck. Stehen hier an der Seite und dödeln rum. Vor allem in das Löschfahrzeug. Jetzt kann direkt mal... Was? WTF? Wie, ich muss ausgewechselt werden. Oh Gott. Wie konnte... Nee, da unten an die... Da sind sie offenbar zu blöd für, um das auszuhalten. Da unten an der
Wann sollte man die Leute nicht einsetzen? Stelle ich gerade fest. Das war eine blöde Idee. Ja, ich weiß, dass da ein Waldarbeiter liegt, Leute. Ich hab's gesehen. Alle hopp. So, wir schicken jetzt trotzdem mal eine Person hier hin. Das Löschfahrzeug schicken wir auch direkt hier hin. Kann sich direkt darum kümmern. So, und der Rest der Leute geht schon mal hier zu der Helikopterlandezone. Und hier müssen wir wieder mit dem Bulldozer bisschen freiräumen. Es macht auf jeden Fall Sinn, das zu machen. Ja, und ich sehe auch, dass das... Ja, mein Gott, ist doch gut. Ich weiß, dass da die Landezone ist. Ist alles okay. Ich wurde bereits dahingehend informiert. So. Gucken wir bitte, das zieht er gleich sonst rüber. Aber noch 4,5 Minuten und die so, ja, da brennen zu viele Feuer. Ja, jetzt ist mal gut. Ich sehe es doch. So. Das war vielleicht nicht so intelligent. Ich hätte erst in die andere Richtung, also nach rechts holen sollen, aber ist auch egal. Schätze ich mal. So. So. Was macht ihr denn da? Löscht doch, Leute, löscht doch. Jeder hier so in eine Richtung und du solltest eigentlich das so machen, dass ihr dem Feuer entgegenkommend löscht und nicht hinter dem Feuer her löscht quasi. Aber das ist jetzt ein bisschen riskant mit dem Bulldozer da reinzufahren ins Feuer. Na? Ein bisschen können wir das hier mal einschränken. Oder ein bisschen roden. Können wir das Feuer ein bisschen behindern in der Ausbreitung. Ich kann mal kurz gucken, was die beiden Löschfahrzeuge machen. Okay, sie sind nämlich dödlich. Weißt du, was bringt mir das Löschfahrzeug dann, wenn sich das so verhält? Wo ist mein Bulldozer? Da ist mein Bulldozer. So. So. Natürlich als auch besonders lustig hier mit dem Bulldozer so von Hand her zu fahren, aber gut. Kann man auch mal machen. Da ist schon wieder irgendwer fett am Abfackeln. Leute. Hört doch bitte auf, so dämlich zu sein. Wie wär's? Vor allem Feuer. Weißt du, wieso rode ich das eigentlich, wenn ihr dann nicht mal darauf aufpassen könnt, dass das gerodete Gebiet dann über den Weg anfackelt? Das ist doch lächerlich. Ich glaube, wenn man die ganze Zeit dann mit Roden beschäftigt ist, dann vergisst man das Feuerlöschen. Das ist irgendwie auch blöd. Dann, man kann sich irgendwie nur auf eins von beiden konzentrieren, finde ich. Vor allem, wenn die Löschfahrzeuge nicht mitdenken können. Und einfach nur rumdödeln. So, hier nochmal ein bisschen frei machen. So. Ja, wir haben jetzt noch 2 Minuten. Langsam wird es interessant mit dem Feuer. Mit der Landefläche hier. So, jetzt fahr doch mal zurück. So. Ja, wenn das angefragt ist, bringt mir das nichts wahrscheinlich. Ja, Fahrer hat die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der Unfall ist unausweichlich. Zack, trifft er den einzigen Stein, der da liegt. Danke. Sehr, 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 sehr gut hast du das gemacht. Kriegst einen guten Nudelstern von mir. Da muss jemand auftanken. Das ist das Auffüllfahrzeug. Oh! Ihr Dödel, rettet das Löschfahrzeug. Sofort. Wenn das weg ist, haben wir ein Problem. Das kann übrigens weiter löschen. Habe ich gehört. Oh Mann. Vor allem, das hab ich da alles gerodet. Und jetzt fängt das trotzdem Feuer. Was soll denn das? Das ist doch total schwachsinnig dann. Mit dem Ja, rode halt, das hilft. Das ist doch dämlich. Ja, das war komplett sinnlos, ehrlich gesagt, dass wir das da versenkt haben. Oder angesenkt haben, vielmehr. So, stellen wir das Fahrzeug mal dahin. Vielleicht ist das ein bisschen besser. So, komm.
Hör mal auf umzufordern da. So. 42 Sekunden noch und du stehst wieder voll im Feuer. Herzlichen Glückwunsch. Gray hat keine Reserven mehr. Gut. Ja. Der eine hier kippt gleich um, weil... Wie hast du das denn schon wieder geschafft? Oh Gott. Konnte der sich denn so da reinbauen? Das verstehe ich nicht. So, du gehst jetzt direkt zum Krankenwagen, den ich nicht habe. Das ist exzellent. Hat auch keiner damit gerechnet, dass man direkt einen Krankenwagen braucht, wahrscheinlich. Das Löschfahrzeug steht in Flammen. Jawohl. Ja, er kann nicht landen, ich weiß. Komm. Ihr könnt euch am besten gegenseitig löschen, glaube ich. Das scheint mir sehr effizient zu sein. Unser Wassertank ist leer. Welcher von dem da? Okay. Ist manchmal so ein bisschen absurd mit dem Löschen von Waldbränden. Ist dann irgendwie so im Optimalfall doch wieder so, dass man einfach möglichst viele Sachen kontrolliert abbrennen lässt. Und fertig. So, wir müssen jetzt mal hier trotzdem gucken. Warte mal. Den Bulldozer schieben wir mal hier beiseite, damit er dann nicht irgendwo im Wald steht. Alter, was ist denn da los? Wie kann der sich denn so ins Feuer stellen? Oh Mann. Komm, stell dich zum Löschfahrzeug, dann ist gut. Ja, der Kanadier kommt. Sehr gut. Steuern Sie seine Wasserabgabe. Ja, ist jetzt gut. Meine Güte. Pass darauf auf, dass das Fahrzeug nicht abfackelt. So. Löschkanadier, wo kann ich den denn steuern? Das ist doch jetzt... Och, komm. Wie schafft ihr das denn immer? Nee,